Das haben sie ein bisschen, naja, verwachst. Das haben sie ein bisschen verwachst, muss man sagen. Crazy Challenge, jetzt das letzte Rennen. Und dann wäre es vollbracht. Dann muss ich zur Statistikaufschönerung nur noch ein Rennen gewinnen. Lässt sich nicht überholen. Einfach nicht. Der lässt sich einfach nicht überholen. Im Gegenteil. Wenn er Krieg will, dann bekommt er ihn. Endlich vorbei. Ewig gedauert. Allerletzte Runde hier. Dann habe ich den Cup geschafft. Dann habe ich offenbar auch das Spiel geschafft. Runde. Das sollte ein Rundenrekord werden. Und so ist es auch. Alle Rennen gewonnen hier in diesem Cup. Und das, obwohl eine meiner Hassstrecken noch dabei gewesen ist. Gut. Sehr, sehr gut. Okay, Ascari KZ1 freigeschaltet, Dodge Viper SRT10. Gratulation, davon will ich noch mehr sehen. So, schwarzer Pilot. Okay, das reicht mit diesem Spiel. Jetzt werden wir sehen, wer der ultimative Fahrer ist. Ja, das muss ich jetzt annehmen. Das ist jetzt offenbar das letzte Rennen. Keine Ahnung, ob ich das jetzt wirklich gewinnen muss, aber drei, auf jeden zwei, Fall. Eins, eine Runde. Auf dieser Strecke. Ja, gut. Wenigstens besser als hier diese Mountain-Strecke.
Glück hat eine Strecke ausgesucht, die ich relativ gut beherrsche. Scheiße, Punkt verpasst. So, in Chikan werde ich ihn abhängen. Endgültig. So, letzte Schnauze. Schwarzer Pilot. 3-2-1 steht es jetzt für mich. Da kannst du sagen, was du willst. Naja, weil es zu schön war, schauen wir es uns doch an. Schon am Start bin ich ihm davon. Genau, selbst mit dem Ascari gefahren. Das habe ich mir schon fast gedacht, weil das ist der Wagen gewesen, den ich nie gesehen habe gegen die Gegner. Hat zwar gut mithalten können, aber hatte trotzdem nicht auch eine Chance. Selber schuld, wenn sich diese Strecke aussucht. Zugeben, beim ersten Mal hatte ich Glück. Beim zweiten Mal habe ich klar gewonnen. Und beim dritten Mal habe ich ganz klar verloren. Und jetzt habe ich wieder ganz klar gewonnen. Obwohl ich natürlich auch gefahren bin wie ein Raubein in die Strecke. Alles gecuttet, was irgendwie zu cutten war. Aber der schwarze Pilot war da einfach bei weitem nicht schnell genug. So, neuer Arcade-Wagen. Concept Uno, Concept Swagger Overlarge. Ich bin froh, dass es stimmt, was man über Sie sagt. Sie sind wirklich der beste Fahrer, den ich kenne. Sind Sie wirklich überrascht? Nicht besonders, stimmt's? Kommen Sie schon, nehmen Sie mich in Ihrem Supercar mit und wir fahren um die Welt.
Gut, also das war das Outro. Wenn ich jetzt in den Dream-Modus gehe, kann ich das Spiel laden. Und dann könnte ich natürlich noch versuchen, meine Statistik noch zu verbessern, dass überall erster Platz steht. Ich habe klarerweise nicht alles gewonnen, okay. Lädst du? Bitte schmier mir jetzt nicht ab. Das wäre blöd. Das wäre richtig doof. Bitte schmier mir nicht ab. Nichts geht mehr. Ja gut. Dann lasse ich es sein. Was gibt's zu dem Spiel zu sagen? Es ist ein ganz solides Rennspiel. Ja, das mit den eigenen Autos ist natürlich eine ganz coole Sache. Hätte jetzt mir ein bisschen mehr Designmöglichkeiten vorgestellt, aber ist jetzt halt einfach so, wie es ist. Dass der schwarze Fahrer die Sekretärin ist, damit habe ich ehrlich gesagt nicht gerechnet. Es war mir eigentlich aber auch egal. Und ansonsten vom Schwierigkeitsgrad, es ist sehr knackig. Auf einigen Strecken wirklich sehr guter Schwierigkeitsgrad. Gerade noch so machbar. Und auf anderen Strecken ist es einfach viel zu leicht. Aber man kann ja nicht alles hinkriegen, ne? Ansonsten wirklich, wie schon gesagt, sehr solides Rennspiel. Empfehlenswert, ja, durchaus. Ist durchaus ein gutes Spiel, es hat auch diverse interessante Strecken und das ist auch eine gute Sache. Die Autos, die hier zu fahren sind, ist eine grundsolide Auswahl. Ja. Viel mehr brauche ich da eigentlich nicht zu sagen. Damit würde ich sagen, beende ich das Spiel und verabschiede mich. Man sieht sich beim nächsten Projekt wieder. Bis dahin wünsche ich viel Spaß. Und tschüss, ne? Danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.